In der Mitte Bayerns sorgt ein Team dafür, dass in Deutschland gebaut, gerollt und sich morgens und abends die Zähne geputzt werden kann. Ich mach das schon 10 Jahre und ich bereue keinen einzigen Tag. 160 Mitarbeiter produzieren rund 3 Millionen Tonnen Material pro Jahr. Das Logbuch ich angefangen, das war alles mein Werk. Sie gehen für jeden Auftrag mehr als ans Limit. Ja, wenn man nicht schwindelfrei ist, kann man es nicht machen. Sie sind immer auf Achse und haben alles fest im Griff. Für sie gilt am Ende jedoch nur eine Regel. Die Natur holt sich das alles immer wieder zurück. Doch vorher haben sie kein Problem, sich nochmal richtig schmutzig zu machen. Und auch nicht so einsauer. Also jetzt kannst du direkt draufladen. Das ist das Team von Bärenreuther und Deuerlein. Neumarkt in der Oberpfalz. Im Steinbruch Weikenhof werden seit 1960 verschiedenste Schottermaterialien für den Hoch- und Tiefbau produziert. Weikenhof ist mit 91 Hektar bis heute der produktions- und flächengrößte Standort der Firma Bärenreuther und Deuerlein. Zum Inventar der Firma gehört auch Urgestein Berthold Weidner. Es liegt quasi an mir, was da verkauft wird. Wenn ich einen Scheiß nicht kipp, dann gibt's Baustellen. Rufen dann den Chef an, gibt's Anschiss, der scheißt an mich zusammen und auch, sag mal, das ist meine Herausforderung. Rund 800.000 Tonnen Material werden pro Jahr alleine hier im Werk 1 abgebaut. Keine zu großen Steine, sonst haben wir Verstopfung und Träger. Und auch, es sollte kein Lehm dabei sein, darum sortiere ich das auch aus. Dieses wird in einen anderen Brecher reingekippt und wird quasi gewaschen. Mit Wasser gebrochen und dann wird der Lehm rausgewaschen. Für den Straßenunterbau, für Mischanlagen sollte kein Lehm dabei sein, weil Lehm hält nichts aus. Sein tägliches Arbeitsgerät ist der 992K von Caterpillar. 100 Tonnen schwer, 825 PS stark, Kostenfaktor 1,8 Millionen Scheine. Wenn die Schaufel voll ist, vom Gestein her hast du viel Hohlraum, bringst du das Gewicht nicht zusammen. Lehm haben wir nochmal 8 bis 10 Tonnen mehr, also in der Schaufel mit Lehm 30 Tonnen und bei Gestein, je nach Dichte und Größe, sagen wir so zwischen 25 und 30 Tonnen. 30 Meter oberhalb von Berthold beginnt für Bohrerin Renate Auer der Arbeitstag. Seit 6 Jahren sitzt sie hinter dem Steuer des Bohrgeräts. Das meiste, was ich mache, sieht man nicht, weil es ja in der Erde stattfindet. Ne? Ich bohre die Löcher, damit man anschließend das Sprengstoff reinfüllen kann. Damit man dann die Wand sprengen kann, damit wir was zum Schottern haben. Die 53-Jährige braucht für ihre Arbeit vor allem ein starkes Nervenkostüm. Zur Arbeit für Leute, die gern allein sind und die sehr geduldig sind. Weil ich kann jetzt nicht abschätzen, wie lange das hier dauert. Wenn ich hier ein Loch habe, das 3 Stunden dauert, dann bohre ich an 30 Metern 3 Stunden. Und wenn es ideal ist, dann dauert es vielleicht bis 45 Minuten. Aber es gab schon mal, dass ein Stein reinfällt anschließend, obwohl ich schon alles fertig habe. Und dann ist das Loch halt wieder umsonst. Dann kann ich wieder reinfahren und wieder alles freimachen. Das gibt's schon. Dass man 30 Meter bohrt und nach 11 Metern ist dann schon Schluss und dann muss man dann wieder neu anfangen. Aber ich kann mich nicht aufregen und dann geht's auch nicht besser. Ne? Also, es ist halt so, wie es ist. Das ROC L6 wiegt rund 19 Tonnen und kann bis zu 45 Meter tief bohren. Das ist die Meteranzahl, die ich brauche. Und das ist die, so weit bin ich jetzt. Hier würden wir jetzt den Bohrfortschritt sehen. Das sind dann immer so zwischen 60 cm und 1,20 Meter vielleicht. Ja, das sind die Stangenanzahl, die ich schon drin habe. Ja, und mehr gibt's nicht. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Grad nach vorne bohre und ich bin schon bei 10,5, dann passt es nicht. Ne? Also ich muss schon bei 10 bleiben. Weil die Stangen machen ja diese Bewegung mit und die biegen sich ja dann. Und wenn ich die Stangen wieder aufschraube und die sind aber so verkantet, dann gehen die Gewinde nicht mehr auf. Und das sind halt alles Dinge, die das Arbeiten erschweren. Ne? Also man muss genau arbeiten und langsam arbeiten. Berthold sorgt derweil mit seinem Lader für Nachschub. Rund 60 Tonnen passen in die Mulde, die die Fuhre dann zum Vorbrecher bringt. Fehler kann man sich mit der Maschine nicht mehr erlauben. Es wird alles abgespeichert. Sollte ich irgendwie einen Scheiß machen, Motor überlast oder zu heiß fahren oder ohne Öl fahren, wird per GPS sogar an Caterpillar gesendet und die rufen dann den Chef an und ich weiß genau, was ich mit der Maschine gemacht habe. Also Lenkung, ich habe kein Lenkrad mehr, sondern mache alles mit Joystick. Links lenken, rechts lenken ist klar. Vorwärts, rückwärts ist dieser Schalter und hochschalten und runterschalten kann man hier. Die Maschine hat 3 Vorwärtsgänge und 3 Rückwärtsgänge. Der erste Gang ist halt zum
Schafe voll drücken und der dritte Gang ist halt der schnelle Nebel vom PKW auch. Da halt die Kraft nicht mehr. Hubrahmen auf ist nach hinten ziehen und Hubrahmen ab nach vorne. Und der linke ist die Schafe rückwärts und einmal auskippen. Das ist die Felgen. Zugkraft, ich kann den Wandler nochmal einstellen, wie viel Kraft dass ich auf die Räder bekommen will. Wenn jetzt meinetwegen nass ist und es ist viel Lehm da, dann geht er durch, sollte man vermeiden. Man gräbt sich Löcher, nicht gut für die Reifen. Und für das Portemonnaie vor allen Dingen. Rund 38.000 Euro kostet einer. Bertolt ist schon als Kind mit großen Maschinen in Berührung gekommen. Er lebt und liebt seinen Job. Es macht mir Spaß, mit so einer großen Maschine zu fahren. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und mit dem Traktor schon gefahren und es liegt mir halt einfach. Ne? Ich fahre gerne Fahrrad, Motorrad und mache hobbymäßig so kleine Reparaturen von Motorsägen und so und Rasenmäher. Das kleine Maschinen reparieren, große fahren. Ich sehe, was ich abends gemacht habe, weil das Loch wird tagtäglich größer. Das Loch habe ich angefangen, das war alles mein Werk. Bist du auch ein bisschen stolz? Ja, schon. Renate hat das Bohren nicht von Anfang an gelernt, sondern ist Quereinsteigerin und mittlerweile vielseitig einsetzbar. Ich hatte früher mit meinem Mann zusammen, der mittlerweile auch hier arbeitet, eine Wanderschäferei. Und das haben wir fast 30 Jahre gemacht und das haben wir dann aufgegeben. Ja, und dann habe ich hier angefangen und er auch. Und dann habe ich erst das Labor gemacht und dann war das aber nur ein Halbtagsjob. Und dann habe ich gedacht, ein bisschen mehr könnte ich schon machen. Und dann habe ich das Bohren angefangen. Jetzt mache ich das halt auch noch. Korngrößenanalysen nennt sich das. Es ist halt jeder Schotter, den wir verkaufen, muss einer bestimmten Norm entsprechen. Und damit die Qualität gewährleistet ist, muss das permanent überprüft werden. Die Korngröße bei Schotter, der aus Rund- und Bruchstücken besteht, liegt meist zwischen 32 und 63 mm. Es ist ja doch mir egal, ob die Maschine jetzt auf 30 Meter oder auf 15 steht. Das spielt ja für mich keine Rolle. Wenn es nicht gefährlich ist, ist es doch wurscht. Ich gehe ja nicht davon aus, dass ich runterfall. Ja, wenn man nicht schwindelfrei ist, kann man es nicht machen. Das geht nicht. Das ist das A und O. Wir kommen dann alle miteinander eigentlich sehr gut zurecht. Schließlich gibt es Ausnahmen, die hat man in jeder Firma. Aber im Großen und Ganzen, die bei im Bruch arbeiten, die halten alle zusammen. Mit LKW-Fahrern haben wir manchmal kleine Probleme. Auch heute schafft Bertolt bis Schichtende rund 3000 Tonnen Gestein aus dem Bruch. Rund 40 Kilometer weiter südöstlich ist Trucker-Küken Vanessa Hirl unterwegs. Die 23-Jährige ist mit ihrem Kollegen Vitali, der vor ihr fährt, auf dem Weg zu einer Autobahnbaustelle. Ihr Auftrag heute? Fräsgut abholen und Asphalt einbringen. Zum LKW-Fahren bin ich gekommen, eigentlich schon seit klein auf, weil meine Mama aus einer Baufirma rausstammt. Und mein Papa auch damals sehr, sehr viele Jahre LKW gefahren ist. Meine Mama fährt jetzt immer noch. Vanessa ist Quereinsteigerin und fährt erst seit 2 Jahren in der Firma LKW. Nach der Realschule habe ich dann Bauzeichnerausbildung gemacht, habe sie auch fertig gemacht, habe dann ein Jahr ausgebildet gearbeitet als Bauzeichnerin. Und dann kam Corona und der Bauzeichnerjob hat mir dann nicht mehr so gefallen, wie er mir anfangs gefallen hat. Und da ich einen LKW-Schein schon immer machen wollte, habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich den jetzt. Also ich bin davor auch mit der Mama noch mehrere Wochen mitgefahren, habe mir das nochmal genauer angeschaut und mir hat das echt gefallen. Und jetzt war ich LKW. Das Wagnis hat sich für die Bayerin auf jeden Fall gelohnt, obwohl sie ein paar kleine Abstriche machen muss. Ich meine, als Bauzeichnerin habe ich halt in der Früh um 7 oder 8 angefangen. Und hier als Berufskraftfahrerin muss ich halt schon 5, 6 sowas anfangen. Ich bin halt auch gern ein Mensch, der lang schläft. Und freilich war das am Anfang der Umstellung, aber das ist es mir wirklich wert, so früh aufzustehen, dass ich sagen kann, dass ich meinen Traumjob gefunden habe. 2022 lag der Frauenanteil unter den aktiven Berufskraftfahrern bei 4,3%. Tendenz steigend. Über Klischees, die ihren Beruf angehen, kann die 23-Jährige nur schmunzeln. Es ist schon manchmal cool, wenn man so wenn man auf Baustellen kommt und dann die Männer, also die Bauarbeiter dastehen und halt dann sehen, dass da ein Mädel herfährt, da bekommt man schon echt oft Komplimente oder man wird gefragt, wie man auf die Idee gekommen ist und wie das so läuft als Mädel und dass sie sich das so ganz, ganz schlimm vorstellen. Aber es macht halt einfach Spaß, unterwegs zu sein. Man sieht jeden Tag was anderes, weil wir jeden Tag andere Baustellen haben.
Und das ist halt einfach schön, dass du halt immer, ja, mit anderen Leuten zu tun hast. Neben dem Job ist Vanessa vor allem stolz auf ihren eigenen Truck. Mit ihrem MAN TGX 18500 macht die Arbeit noch mehr Spaß. 500 PS und Hydro Drive sorgen hier für Vortrieb. Ich wollte schon von Anfang an einen MAN. Ja, ich bin nicht so der Mercedes-Fan, egal ob Auto oder LKW. Ich habe da ein wenig Abneigung gegen Mercedes. Der MAN, der hat halt einfach ein schöneres Aussehen wie die Mercedes. Man hockt viel, viel entspannter drinnen, man hat mehr Platz und ich fühle mich jetzt in dem MAN wohler wie im Mercedes. Bei aller Liebe zum Truck, eine Sache nervt. Ja, viele von uns würden sich gerne wünschen, dass wir Truckerhupen hätten. Dass man da wenn man hupt, dass es sich ein wenig schöner anhört wie mit den normalen Hupen. Hört sich auf jeden Fall leise an, die Truckerhupe, die hört man dann auf jeden Fall schon besser. Das Lächeln in Vanessas Gesicht ist nicht von langer Dauer, denn plötzlich meldet sich Kollege Vitali aus dem vorausfahrenden LKW. Es gibt ein Problem. Wo ist denn die Baustelle? Ich habe keine Ahnung, wo die Baustelle ist. Ich habe auch keine Ahnung. Der Schlüssel ist jetzt uns erst entgegengekommen. Ich habe keine Ahnung. Entweder sollten wir herunterfahren und nochmal drehen. Keine Ahnung, vielleicht sind die noch gar nicht da. Aber wir hätten jetzt schon halb. Du hast ja um halb den Termin, oder? Ja, genau. Wir müssen normalerweise schon alles abspielen und alles schon bereit sein. Keine Ahnung. Die Zeit drängt, aber weit und breit ist keine Baustelle in Sicht. Doch Rettung naht. Hallo? Bist du schon da unterwegs, ja? Oder? Ja, wir sind schon unterwegs, aber der Vitali hat jetzt nicht, also wir haben jetzt nichts gefunden. Wir sind kurz vor Ursensohlensandei. Kurz vor Ursensohlen, okay. Also jawohl. Wir drehen jetzt um und fahren zurück. Genau. Alles klar, danke. Ciao. Ciao, ciao. Servus. Ich habe gerade einen Arbeitskollege angerufen, der Max, dass ja eben die Baustelle in die andere Richtung ist. Und genau, solche Probleme gibt es ab und an. Jetzt wissen wir ja genau, wo wir hin müssen und sind wir gleich richtig. Jetzt heißt es erst einmal drehen und hoffen, dass die Baustelle wegen den beiden nicht in Verzug gerät. ...50 Kilometer weiter nordöstlich. Herbert Bernreuther beginnt seine Kontrollrunde im Steinbruch. Ja, jeder Mensch braucht ja 1 Kilo Steine pro Stunde in Deutschland. Man muss ja beachten, dass der Kalkstein zum Beispiel ist ja auch in der Zahnpasta drin als Füllstoff. Dann in die Lacke, im Straßenbau sowieso, im Beton, Sand, Kies zum Verfüllen. Aus dem Zusammenschluss zweier Familien vor ein paar Jahren ist ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 55 Millionen Euro entstanden, das mittlerweile in vierter Generation geführt wird. Der Opa hat in den 30er Jahren dann schon Steine abgebaut am Dillberg, ist dann auch in den Krieg eingezogen worden, ist dann heimgekommen irgendwann nach Gefangenschaft. Opa hat dann witzigerweise Wirtschaft aufgemacht, ein Gasthaus. Vater wollte es aber nicht, er hat gesagt, ich will Steine machen und hat dann früher noch mit der Hand Löcher bohrt. Also schon mit 16 ist er am Bohrgerät gestanden und hat Steine ja, zerkleinert, sag mal, bis in die 90er Jahre mehr oder weniger allein gemacht. Und dann sind wir drei Brüder, sind jetzt im Steinbruch tätig. Und jeder hat seinen eigenen Bereich, den er betreut. Und es ist vor Ort eigentlich immer einer von uns, der also schaut, dass alles läuft. Und bei Herbert läuft's einfach. 60 Kilometer weiter südöstlich ist Vanessa immer noch auf dem Weg zur Baustelle auf der A6. Mittlerweile in die andere Fahrtrichtung. Mit dem neuen Ziel Ursensohlen. Schaut meine Mama an. Hi Mama. Hi. Du hast noch einen schönen Auftrag. Wir fahren jetzt erst Fräsgut nach Laber und dann laden wir in Laber Mischgut und fahren an dieselbe Stelle dann das Mischgut hin. Und du? Ich fahre an 045 nach Pilsach. Tagestour. Einen kompletten Tag? Ich lade in Laber. Okay. Ja, aber also vielleicht sehen wir sie ja dann später. Ja. Im Werk. Wäre auf jeden Fall. Und wünsche ich dir noch eine gute Fahrt. Wünsche ich dir auch. Also dann. Ciao. Ciao. Mama. Ciao.
Die Mütter. Als ob sie einen siebten Sinn hätten, wann man Kinder am besten anruft. Zumindest hat das kleine Gespräch die Fahrzeit etwas verkürzt. Ich denke mal, dass das ein Auftrag ist, dass man eben so kleine Stellen fräsen. Eben, wir sagen immer gerne Fleckenteppich, dass man nur kleine Flecken rausfräsen und dann mit Mischgut befüllen, mit Asphalt. Genau. Vanessa hat die Baustelle endlich erreicht. Eine schwierige Situation gilt es jedoch noch mit dem 40-Tonner zu meistern. Die Baustelleneinfahrt. Warte, jetzt muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren, weil wir nämlich da jetzt rein müssen. Kollege Vitali hat bereits eine Lücke gefunden. Jetzt zählt es auch für die Jungtruckerin. In der Baustelle selbst erhält sie sofort erste Anweisungen. Der kleine Ausflug zu Beginn in die falsche Fahrtrichtung scheint nicht ganz so schlimm gewesen zu sein. Denn jetzt heißt es sogar einreihen und kurz warten. Autobahnabfahrt am Werk West. Hier wird auf einer Länge von rund 1 Kilometer innerhalb von 5 Tagen in einzelnen Abschnitten der Asphalt erneuert. Keine leichte Aufgabe, denn der Verkehr rollt während der Arbeiten weiter. Bauleiter Christian Frank gibt letzte Instruktionen. Hi. Auto Nummer 4 oder Nummer 3? 3. Nummer 3. Fährst noch einmal leer her und dann sagt der Patrick Bescheid, wann es mich geholt ist. Das Warten hat ein Ende. Jetzt ist auch Vanessa an der Reihe. Die Fahrt zur Fräse mittlerweile reine Routine. Also wir fahren jetzt rückwärts an die Fräse hin, bleiben dort stehen, bis die Fräse einmal hupt und dann fahren wir langsam los. Rund 5 cm der oberen Fahrbahnschicht werden nun mit der Fräse abgetragen. Wir lassen ihn jetzt ganz langsam rollen, damit sich das Fräsgut von vorne molde bis nach hinten gefüllt und dann, wenn er das nächste Mal hupt, jetzt müssen wir stehen bleiben und so lange warten, bis die Fräse nochmal hupt und dann fahren wir wieder los. 700 PS fräsen sich Meter für Meter durch die Deckschicht. Ich muss jetzt achten, dass ich nicht zu schnell und auch nicht zu langsam bin, dass mich die Fräse eben von hinten nicht anschiebt. Das Fräsgut wird im Werk Laber aufbereitet und ca. 60% davon werden erneut einer Tragschicht des Asphalts zugemischt. Rund 1400 Tonnen werden über die Tage verteilt von Vanessa und Kollegen weggefahren. Der Zeitdruck ist in dem Fall nur aus dem Grund geschuldet, dass der Verkehr heute Nacht wieder laufen soll. Das heißt, wir müssen spätestens 17 Uhr von der Autobahn runter, sodass dann noch die Ausflugzeiten irgendwo eingehalten werden und die Autobahnmeisterei spätestens um 9:30 Uhr abbauen kann und den Verkehr wieder komplett freigeben kann. Voll beladen steht Vanessa nun am Ende der Baustelle. Denn jeder Auftrag bringt Papierkram mit sich. Wobei der sich durch modernste Technik im Rahmen hält. Ich habe jetzt hier den Zettel ausgefüllt und hier steht jetzt die Nummer für den Lieferschein. Und da gehe ich jetzt hier auf den Auftrag, gehe auf geladen und gebe die Nummer ein. Hier, da haben wir die 917583 und absenden. Und jetzt weiß die Disposition, dass ich mit dem Fräsgut beladen bin. Jetzt geht's ab nach Laber zum Abkippen. Doch damit ist der Auftrag noch lange nicht erledigt. Das nächste Mal bei Stone Crush. In Laber hat Muldenfahrer und gleichzeitig Fahrlehrer Tobi seine erste Fahrschülerin. Dann probierst du das jetzt alleine und du schaffst schon. Ob das gut geht, ebenfalls versucht sich in Laber Sprengmeister Markus am Rückwärtszählen. 4, 3, 2. Fuhrparkchefin Anna führt Böses im Schilde. Weil da will ich jetzt einmal schnell eine Probe fahren, dass ich die auch mal gesehen habe von innen. Dreckig morgen. Edith hat in Laber ein schlüpfriges Problem zu lösen. Oder muss ich nur meinen Gummi wegtun? Der ist nämlich nicht. Und bei Vanessa und ihrer Mama. Ja, wie sagt man da so schön? Ist Hopfen und Malz verloren? Sitzt der Schalk im Nacken oder der Zug mittlerweile abgefahren? Schauen wir mal. Soll ich noch was sagen? Nö. Okay. Gut, dann hätten wir das auch und wir sehen und hören uns dann eventuell in Folge 2 wieder, ne? Tschüss.